In diesem Video wollen wir uns den Prio Magischer Tunnel genauer anschauen. Das hat die Nummer 33481. Das ist der Tunnel, wie er hier steht. Hat vorn und hinten einfach eine Möglichkeit, dass man ihn ganz normal Prio-mäßig an so eine normale Prio-Eisenbahnschiene festmacht. Vom Material her, der Tunnel selber ist Prio-typisch sehr strapazierfähig. Haptisch schön anzufassendes Kunststoff. Auf der Unterseite sehen wir ein Batteriedeckel für zwei AA-Batterien, also Mignon. Nochmal der Prio-Aufdruck und die zentrale Schiene, die ist aus Holz. Und die macht einen kleinen Huckel, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, es ist nicht eine gerade Schiene, sondern ein kleiner Huckel. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Von der Funktion her, man kann mit kleinen Prio-Männchen kann man hier hochgehen, über diese Brücke drüber und sie hier drüben, ich nenne es mal ein Stück, runterrutschen lassen. Die Brücke ist auch nochmal klappbar und da wird schon die zweite Funktion sichtbar. Die zweite Funktion ist, dass man hier einen kleinen Magnetschalter hat und immer, wenn eine Lok drüber fährt, machen wir gleich nochmal, gibt es ein Geräusch. Und die dritte Funktion ist, sozusagen neben dem automatischen Auslösen des Geräusches, gibt es auch ein manuelles Auslösen. Das sehen wir hier. Da gibt es einen kleinen Schalter und dann macht der Tunnel echt klingende Eisenbahngeräusche. Wir bauen das Ganze jetzt mal hier ein und lassen eine Eisenbahn durchfahren. Genau. Wir lassen nur die Eisenbahn durchfahren und wir hören es. Okay, dann noch mit Anhänger und wir schauen das Ganze mal an, was hier kommt. Erstmal der Uhu, wie man hören kann. Nächstes Geräusch. Eine Art Klopfen, ein Bergwerksgeräusch könnte man sagen. Oder Gleise, die klappern, ältere Gleise und ein Zug drauf. Und das nächste Geräusch. Ganz typisch das Dampflokgeräusch. Nee, Papa, hier oben kann man runterrutschen, hier hin. Ja, genau. Und noch als letztes, wir machen es mal zu. Also man hört, drei Geräusche gibt es. Dampflokgeräusch, ein altes Schienenklappern oder ein Bergwerksgeräusch und der Uhu. Und das war es im Prinzip von der ganzen Sache. Ich finde, es ist hier eine schöne Ergänzung. Dieser Schalter hier, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Magnetisch angeblich, also irgendwas muss hier sein, dass es einen Kontakt gibt. Ich habe jetzt hier eine ganz normale Spencer-Eisenbahn aus der Thomas und Freunde-Serie, geht genauso. Ich denke, es hängt irgendwie wirklich damit zusammen, dass dieser Magnetschalter sehr empfindlich ist und mit den Achsen hängt es zusammen. Weiterhin ist auch von Prio Wert gelegt worden, dass es immer wirklich einen Auslöser gibt und somit gibt es hier eine kleine Beuge und durch diese Beuge ist es wirklich so, dass immer wieder ein Kontakt ergibt sich, weil durch diese kleine Beuge ist es immer so, dass der Abstand zu dem Zug durch diesen kleinen Huckel gering ist und deswegen funktioniert das bestens. Das war's von diesem Video. Ich muss sagen, von der Funktionsumfang lohnt sich das Ganze. Verarbeitung priotypisch gut. Ich finde schön, dass auch wieder mit Holz gearbeitet wird, nicht nur mit Kunststoff. Aber der Rest, der muss natürlich aus Kunststoff sein und dann finde ich das Ganze ganz gut. Das wär's zu diesem Video. Link dazu, zu dem Artikel findet ihr unterhalb des Videos. Macht's gut. Tschüss.